Ja, dann geht's jetzt weiter. So, genau. Dass das jetzt wieder hell ist, okay. Kann man ja weitermachen. Nämlich Bäumchen fällen. Naja, ich habe mir schnell noch ein Bierchen geholt. Feierabendbierchen. Ja, das gute Kirschbier. Gute von Porter? Nein. Das, was es hier in der Ecke gibt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil Produktplatzierung und so. Schleichwerbung! Richtig, ich habe keinen Bock auf Schleichwerbung. Ich werde dafür nicht bezahlt, also brauche ich keine Werbung machen. Habe ich hier mal ein Seil dran? Und, ja. Bäumchen fällt. Der Erzturm ist auf jeden Fall fertig. Irgendwie ein bisschen strange in letzter Zeit, also gerade jetzt, wo wir jetzt zocken hier, spawnen einfach mal Sachen weg. Also jetzt gerade war hier ein Reh, ja, das ist einfach weggespawnt. Okay. Das ist mir auch gerade ein bisschen aufgefallen. Darf ich den Turm nochmal umsetzen? Ja. Mach, wie das richtig ist. Wenn wir den auf die andere Seite setzen, dann haben wir die Brücke relativ gerade, dass wir da nicht so runterknallt. Ich habe den einfach jetzt nur einfach so aus dem Augenblick geguckt, gesetzt. Hier sind wieder Kannibalisten. Kapitalisten. Karnevalisten. Karnevalisten, genau, Kapitalisten und so. Ja. Der zweite Turm. Na kommt her, ich brauche was für meine Totems. Los, komm. Ihr sollt ja schon die nächsten Räume ansetzen. Ja, das bin ich. Ich bin wieder mal Innendesigner. Ja, mein Gott, alles gut. Dafür steht das Haus da. Ihr könnt da euch... Vorsicht, einen ist gerade reingerannt. Machen wir hier das Tor zu. Ja, ich habe blöderweise ein Tor aufgelassen, als ich wieder reingegangen bin. Ich bin im anderen Eingang wieder rein als... Wie sind die Bäume so weit weg? Wo ist denn das Ding, was hier reingelüftet ist? Wie gesagt, gerade gegen die Kannibalisten geht eigentlich das Katana echt gut, muss ich sagen. Ja. Ja, weil das gut, weil das eine gute Frequenz hat, also von der Schnelligkeit her, ne? Es ist nicht so träge wie jetzt die Axt, ne? Das ist schneller als die. Kloppen die denn jetzt gegen die Mauer? Was sind die denn jetzt? Ich glaube, es ist vielleicht sogar besser, die zuzulassen, die Tore, wenn man rausgeht und wieder reingeht. Aber das muss ich jetzt selber ankreiden, das war ich jetzt zweimal. Gott, hier hinten sind auch alle Bäume weg. Wir haben keine Bäume mehr. Das eine Totem, was hier auf der Wiese steht, das ist, glaube ich, von denen, ne? Weil die Köpfe kriegen wir ja gar nicht, die da dran sind, diese... Ne, die stellen auch mal wieder welche auf. Ich habe da eben auch schon ein paar kaputt gemacht. Wo sind denn die? Stückeln.
Ach, da ist wieder einer. So. Hier war doch aber noch eine Frau, die ich. Ach, muss ja. Mach doch mal auf hier. Das ist doch nicht wahr. Geht das Tor hier nicht auf? Ich glaub's nicht. Oh Mann. Jetzt bin ich weg, hier geht's auf. Fehlen noch die 5 Stöcke. Oh Gott, die blocken mir jetzt gerade ganz schön vor das Tor. Ich stehe auf jeden Fall vom Tor. Ja, ich hab grad schon gedacht, seit wann können die Türen öffnen? Ich hänge vor der Nein, nein, Mauer, nein, das war ich. Klopf drauf rum. Ich habe die eben gerade aufgemacht, kurz. Auch wieder in einer Falle. Sehr schön. Und der nächste drin. Auf die Stücke jetzt mal davor. Da braucht wohl jemand Knochen. Oh, was? Na, weil hier gerade schon wieder Leichenverschändung verbrennt. Nö, das ist einfach nur. Das ist die Feuerbestattung. Oh, ich höre irgendwie. Ruhe nicht in Frieden. Dankeschön. Ach, hier schleichst du rum. Ich seh dich. Ich schleich da mit ganz vielen Armen rum vor mir. Ja, genau. Da. Ja, haut ab. So. Gucken wir mal, ob man noch die ganzen Baumstämme herkriegt, ne? Nein. So, dann gehe ich mich mal weiter ans Dekorieren des dritten Stockwerks machen.
ist egal, wo man rauskommt, überall stehen Nachbarn vor der Tür. Die sind ganz schön lästig. Ja, die sind sehr anhänglich, die wollte es alle begrüßen. Die wollen uns alle sagen und zeigen, wie lieb wir uns haben. Ja, haben Sie keine Lust auf uns? Ich habe gerade so eine Ente gefangen, aber die kriegst du nicht verarbeitet. Ich brauche nicht mal zu essen, sondern da holen. Ich will das mal so einen Wagen voll Baumstämme holen. Sonst bin ich ja Jahre beschäftigt. Ja, warte mal. Alles geplant.